Hallihallo Leute, da sind wir dann wieder und wir machen uns auf in den Gladiatorenkampf. Das ärgert mich jetzt wirklich ein bisschen, dass wir da das letzte Mal nicht zurückkamen. Egal. Puh, wir sind ausgebrochen. Déjà-vu. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Und hier wären unsere ersten Herausforderer. Und da bebt das Publikum. Na los, nur keine falsche Bescheidenheit. Vortreten bitte. Scheiße, verdammte. Willkommen im großen Kolosseum. Tag für Tag treten hier die mächtigsten Gladiatoren gegen wilde Bestien an. Bitte lasst euch nieder, während ich die Kontrahenten vorstelle. Wie gesagt, zu meiner Linken präsentiere ich heute noch ein paar sehr junge, doch nicht minder starke Gladiatoren voller jugendlichem Elan und mit unglaublichem Potenzial. Begrüßt mit mir. Wie heißt ihr doch gleich? Verratet ihm nicht euren wirklichen Namen, das könnte Ärger geben. Euren Namen, bitte. Super Morio, Mega Klink, Solid Snail, Wonder Man oder Dex Terminator. Nehmen wir Dex Terminator. Wirklich? Begrüßt mit mir den unglaublichen, wunderbaren, extraordinären Dex Terminator! Sagt Dex Terminator, seid ihr heute auch in Bestform? Ja, wunderbar! Dex Terminator erwartet also einen spektakulären Sieg. Er wird seine Gegner zur Wolverine-Fraß zermalmen. Ah, soeben sagt man mir, dass Dex Terminators erster Gegner gerade eingetroffen ist. Erster Gegner. Meine Damen und Herren, einen donnernden Applaus für den großen, wunderbaren, extraordinären Manimal. Das sind drei Bären. Oder kämpft der Typ mit? Manimal ist der größte, der mutigste, der haarigste Bärenzähmer im ganzen Kaiserreich. Er hat seine wilden Bären trainiert, jedes Ziel anzugreifen, auf das er zeigt. Sagt mir, Manimal, was ist euer Geheimnis? Ich benutze ein bestimmtes Schlüsselwort, damit meine Bären angreifen. Ein Schlüsselwort, sagt ihr? Wunderbar! Und wie genau lautet dieses Schlüsselwort? Naja, ich schaue meinen Bären direkt in die Augen und sage dann: Auf sie! Und schon greifen sie an. Wow. Auf sie! Wow. sieht aus, als hätte Manimal einen kleinen Unfall gehabt. Fräulein, wir haben Anlass zur Annahme, dass ihr den Kampf beeinflusst habt, bevor er überhaupt begonnen hat. Gemäß Absatz 13b, Paragraph G, seid ihr hiermit disqualifiziert. Dex Terminator tritt nun alleine gegen Manimals Bären an. Denn, meine Damen und Herren, der Kampf, dieses Denn, da gibt keinen Sinn. Geht weiter. Fräulein, bitte zieht euch in die Umkleide zurück, bis der Kampf zu Ende ist. Scheint so, als müsstet ihr diesmal ohne mich auskommen, Dex Terminator. Danke. Tut bloß nichts Unüberlegtes. Diese Bären sehen ganz schön blutrünstig aus. Ja, das Geile, jetzt ist sie weg. Ich kann sie nicht stoßen. Also, ihr wisst schon, wie ich das meine. Genauso wie ich es gesagt habe. Ohne weitere Unschweife kann der Kampf jetzt beginnen. Wow, schwerer Kampf. Oh. Oh shit. Ist wirklich nicht so einfach, wie ich gerade gedacht habe. Fuck, 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 fuck. So. Das Gute ist, sobald ich einen tot habe. Ja. Fuck. Ist der Rest nicht mehr so schwer. Und da wurde ich geheilt, danke. Und endet mit einem überwältigenden Sieg für Dex Terminator. Aber wenden wir uns der Gegenwart zu. Hier haben wir den zweiten Kampf des Tages. Aus den Tiefen des Malikor-Walds. Die Meister der fernöstlichen Kampfkunst. Klein, aber mehr als nur Oho. Die fantastischen, die wendigen, die extraordinären Ninja-Hörnchen. Oh, scheint ganz so als. Wie geil ist das denn? Anspielung an die Ninja Turtles. Wunderbar. Ninja-Hörnchen. Leonardo ist der mit dem blauen. Michelangelo ist, glaube ich, der mit den orangenen. Donatello der lilane und Michael der rote, oder? Ninja-Hörnchen. Vielleicht stellt er sie auch noch vor. Das wäre natürlich cool. Ohne weitere Umschweife. Nein. Kann der Kampf beginnen? Saugeil. Ah, sie kämpfen aber nicht mit den Waffen, die die anderen kämpfen. Alter, die sind sauschnell.
Der Blaue, der hat normalerweise ein Schwert. Alter, können die mal aufhören damit? Ich muss eigentlich nur... Der Blaue hat eigentlich ein Schwert. Der Orangene hat so einen Stab. Der Lina eine... Ah ne, der Orangene hat einen Nunchaku oder wie man das nennt. Der Orangene hat den Stab. Der Lina hat den Stab. Ich kann nicht dem Orangenen alles zuordnen. Und der Rote hat so zwei... So Gabeln. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, wie man die Waffen nennt. Die haben so wie so ein Dreizack. So eine spitze Gabel. Dreizackgabel. Keine Ahnung. So wie das da unten rechts auf dem Boden liegt. So ein bisschen ähnlich. Also ist natürlich eine abgebrochene Speerspitze in dem Fall, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Und noch ein haushoher Sieg für Dexterminator. Dexterminator, ganz unter uns. Was verleiht euch nur solch phänomenale Kräfte? Die Liebe. Wirklich? Wunderbar! Allerdings wird das wohl kaum reichen, um euren nächsten Gegner zu beeindrucken. Jetzt kommt der schwarze Ritter bevor. Bestimmt. Aber bevor ich ihn vorstelle, habe ich eine wichtige Ankündigung. Der Kaiser höchstpersönlich hat darauf bestanden, diesem nächsten Kampf beizuwohnen. Meine Damen und Herren, begrüßt mit einer Runde Applaus den Klaus. Seine Hoheit, Kaiser Lothair. Oh nein. Ach so. Das ist der Kaiser, den muss ich nicht bekämpfen. Oh shit, da ist der General, der erkennt mich wieder. Und ein Magier, das ist bestimmt der Giro. So, so, Oberst, dann... Das also ist der junge Mann, von dem ihr spracht? Ja, Eure Exzellenz, das ist der Dexterminator, wenn ich recht verstanden habe. Er war es, der dem Mädchen zur Flucht verhalf. Verstehe. Doch ich machte klar, dass sie unversehrt bleiben muss. Professor Gero braucht sie. Wir haben versucht, den Gewahrsam zu nehmen, ohne sie zu verletzen, Eure Majestät. Doch ihre Kräfte, wie geschwächt sie auch sein mögen, reichen auch noch immer aus, um meine Männer zurückzuschlagen. Findet sie! Ich zähle auf euch, Oberst. Gewiss, Eure Hoheit. Er wusste doch gar nicht, dass ich hier in dem Dings bin. Und beeilt euch, großer Magus. Wie läuft es in der Schlacht? Ah, ist doch nicht Hiro. Großmagus, wir haben die Mayenbrücke eingenommen, Eure Hoheit. Der Dämonenkönig verscharnt sich irgendwo im Norden, um seine Truppen zusammenzuziehen. Wir haben einen Plan, um sein Lager zu finden und dann zum Angriff auf Dämonia auszuholen. Wenn ihr jedoch den Einsatz aller uns verfügenden Mittel bewegt, wäre die Sache schnell besiegelt. Ich vermute, ihr sprecht von der neuen Waffe, die Professor Hiro entwickelt hat. Jawohl, Eure Majestät. Wenn ihr ihrer Verwendung zustimmt, würden wir den Krieg gewiss in Handumdrehen gewinnen und den Sieg über die Dämonen davontragen. Ah, ich werde darüber nachdenken, Großmagus. Dieser Krieg ist eine Schande. Bereiten wir ihm schnell und schmerzlos ein Ende. Wenn man den Berichten des Oberst Glauben schenken will, dürften konventionellere Mittel durchaus ausreichen. Der Wille Eurer Majestät ist unser Befehl. Ich werde dafür sorgen, dass Professor Gero davon unterrichtet wird, dass seine Waffe vorerst in seinem Labor bleiben wird. Aber wenn sich die Lage verschlimmert, werde ich es mir noch einmal überlegen. Gewiss, Eure Hoheit. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Okay, der Magier ist ein Arschloch. Der will... Er verbirgt etwas von mir. Dessen bin ich mir sicher. Das ist, glaube ich, der hohe Preis. Nun denn, dann sehen wir uns den nächsten Kampf an. Gerüchten zufolge sollen die Zauberer des Großmagus einen mächtigen Dämon eingefangen haben. Doch erst, als dieser mehrere von ihnen getötet hat. Und das ist keine Kleinigkeit. Oh, wir kämpfen gegen den Dämon. Ohne weitere Umschweife stelle ich vor, unseren nächsten Kämpfer. Aus den Steppen des Nordens, stärker als jeder Mensch, grausam wie eine wilde Bestie. Meine Damen und Herren, ich präsentiere meinen neuen Mitstreiter, die Menos-Pause. Nein, war ein kleines Wortspiel. Menos, okay. Lassen wir mal so nennen. Menos, der drakonische Dämon. Keine Ahnung, auf wen das eine Anspielung ist. Menos. Menos, habt ihr etwas zu sagen, bevor ihr diesem zweifelsohne in einem Blutbad mündenden Kampf antretet? Nix. Ich darf hier nicht sterben. Wunderbar! Und mit dieser ergreifenden Rede kann der Kampf beginnen. Okay. Wow. Also ich glaube, wie gesagt, dass diese Waffe eine böse Waffe ist. Oh shit, da wollte ich eigentlich nicht von getroffen werden. Und dass die trotzdem genutzt wird und dass das der hohe Preis ist, den wir zahlen müssen. Vielleicht ist die Waffe irgendwie nicht so ganz so Fairplay-mäßig oder so, wenn ihr wisst, was ich meine. Oder hat irgendwelche Nachteile für die Welt. Also ist irgendwas nicht Humanitäres, so wie Chemiewaffen oder so ein Scheiß. Oder so eine Atombombe. Ist er jetzt tot?
Und die wird halt trotzdem benutzt und das ist dieser hohe Preis und vielleicht müssen wir das jetzt ändern oder so. Wer weiß es. Ihr seid stark. Ihr habt euch meinen Respekt verdient, aber ich kann hier nicht sterben. Daher bitte ich euch, flieht mit mir. Ich weiß von einer Passage, die aus dem Kolosseum führt. Doch alleine kann ich nicht fliehen. Nun, was sagt ihr? Ja. Dich will ich dabei haben. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Kommt. Bringt er jetzt den Sprecher um? Hä? Er geht einfach. Okay. Ich will aber noch Fina mitnehmen, ehrlich gesagt. Aber es geht nicht. Ich kann auch versuchen, rechts reinzugehen, aber ich denke mal, dass mir das auch nicht erlaubt wird. Nee. Dann rede ich noch kurz mit ihm. Ihr wollt mich wirklich hier zurücklassen? Ganz alleine? Wunderbar! Ordinärer Schachzug. Wo gehen wir hin? Hey, wartet auf mich! Schnell zurück. Okay. Ja. Cäsar. Damit haben wir das Kolosseum hinter uns, aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt nicht mehr zurück, ey. Wenn wir nicht mehr zurück... Also man muss ja zurückkommen. Da wären wir. Wir sollten es zum Keller schaffen. Geht mir aus dem Weg, der Exterminator. Bitte nenn mich... Ach, das hätte er jetzt nicht alleine geschafft. Bis bald. Ja, kommt Fina jetzt noch? Anscheinend nicht. Oder habe ich die schon bei mir? Nö. Ohne Truhe. Schwerkraft. Ziemlich gefährlich. Die Mächtigen werden fallen. Das ist natürlich geil. Ich wollte gerade sagen, das sieht voll komisch aus. Oh Mann. Alles in Ordnung? Auch nichts gebrochen, wie ich hoffe? Wir befinden uns jetzt unter Genua, der Hauptstadt des Kaiserreichs. Von hier aus sollten uns die Flucht gelingen. Hallo Fina. Schön, dass du auf mir gelandet bist. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Ich habe mich doch entschuldigt, ja? Alter, na schön, wenn ihr es so wollt, dann schlagt euch doch eben alleine durch. Och nee, war nicht so gemeint. Ach, ihr braucht mich wohl doch, was? Ja, das dachte ich mir. Tja, mal sehen. Diese Mauer ist ziemlich hoch. Wie wäre es, wenn wir es damit versuchen? Versucht es nur, es ist ganz einfach. Jetzt haben wir einen Jump'n'Run wahrscheinlich. Tatsächlich, es war gar nicht so schwer. Jetzt seid ihr dran, Jesus. Okay. Könnt ihr mir das vorhin verzeihen? Es war nur, ich hatte Angst, dass ihr mich alleine lassen würdet. Wisst ihr, Jesus, ich glaube, wir haben uns in eine Zeit verirrt, in die wir nicht gehören. Ich bekomme mir langsam wirklich Angst. Glaubt ihr, wir werden jemals wieder nach Hause zurückkehren? Ja. Wenn ich euren Optimismus nur teilen könnte. Vorerst haben wir keine andere Wahl, wir müssen weitermachen. Mit dir mache ich immer weiter, Fina. Euch gilt mein Dank. Mit eurer Hilfe werde ich meinen Sohn wiedersehen. Diese Felsbrocken, die uns den Weg abschneiden, scheinbar schier überwindlich. Doch mit vereinten Kräften sollten wir es schaffen, sie zu zertrümmern. Konzentriert euch jetzt! Ah, okay. Also mit ihr. Sie macht so. Was macht er? Also er macht so Steine kaputt. Das ist cool, dass ich das sie so wechseln kann. Ich verstehe. Okay, das ist cool. Aber bevor wir hier weitermachen, speichere ich erstmal und beende den Part. Ich bedanke mich, wie gesagt, wieder fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.